Moinere Leute, ja, ich bin sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Video. In diesem Video geht es darum, dass wir uns den JP Data Download anschauen, nicht Global JP. Ganz, ganz wichtig, tut mir leid, dass ich ein bisschen verspätet dran bin, aber wir haben die Berechnung für TechGNU und Co. Und ich würde einfach mal sagen, ab dafür. So, ihr seht also schon im Hintergrund haben wir den Data Download und wir haben nur zwei Editions, zwei neue Units, zwei EZAs so gesehen und das ist einmal Alatech Ginyu und einmal Int Angel Grown Freezer. Über Int Angel Grown Freezer will ich auch kurz nochmal drüber reden, aber die beiden Units releasen am 7.6. um 10 Uhr. Ginyu hat ein Free-to-Play Extreme Z Area und Int Golden Freezer hat ein ganz normales EZA. Wann sollten die in etwa zu uns nach Global kommen? Ich vermute sehr stark, es wird im Oktober sein. Das bedeutet, dass der Oktober Dokkan Festival, Blue Goku und natürlich Blue Vegeta, die Exchange Unit. Und dann bekommen wir zu Part 2 einen Golden Freezer und damit auch deren EZA. Bin ich ein bisschen komisch, dass so spät ist eigentlich das Ginyu Force EZA. Warum haben sie das nicht gleichzeitig zur Ginyu Celebration gebracht? Gerade jetzt ist die Ginyu Celebration nämlich sehr, sehr trocken, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Soweit, so gut. Schauen wir uns jetzt mal gleich die Unit selber im Detail an. Zuerst nochmal will ich kurz über den Int Angel Grown Freezer reden. Freezer ist meiner Meinung nach nicht gut genug gemacht worden. Viele Faktoren. Freezer ist für mich damage-technisch selbst mit kompletten Lineup nicht wirklich top-notch, ist okay. Dann haben wir natürlich die Defense, welche okay ist, 380k plus. Ihr habt die Berechnung gesehen. Also Freezer momentan ist für mich eine okay Unit. Geht fein so, kann man so machen. Sie ist spielbar, muss man sagen, in SBA und Co. Aber für mich... schwierig, sehr, sehr schwierige Unit, sehr, sehr schwieriges Design, schlecht Design für mich und ja, also das ist das schlechteste EZA, was wir bisher hatten dieses Jahr, meiner Meinung nach. Könnt gerne was anderes reinschreiben, bezüglich Dokkan Festivals auf jeden Fall. Soweit, so gut. Dann würde ich mal sagen, springen wir noch zu seinem EZA und zwar die Weakness von seinem EZA ist Defender of Justice. Ja, es hört sich mal komisch übersetzt an auf der Seite, Alloy of Justice. Und das ist Defender of Justice, also wie Dell ist der Leader. Das heißt, hier schaut ihr, dass er möglichst physische Units mitnimmt. Ja, physische Units, super physische Units, das sollte quasi the way to go sein. Damit solltet ihr dann ja gut durchkommen. Ich glaube auch super SDR funktioniert auch. Also ihr könnt wie Dell als Leader nehmen, alles außer Super Tech. Ja, funktioniert relativ gut. Soweit, so gut. Also schaut, dass ihr das Ganze hier macht. Int Angel Grown Freezer EZA, auch wenn die Unit selber nicht so gut ist. Vielleicht kann sie euch helfen in dem einen oder anderen Content. Maybe in SBR. Aber für EZAs, für Red Zone und sowas ist die Unit jetzt nicht wirklich hart geeignet. Sie ist okay. Und jetzt kommen wir mal zu Ginyu und schauen uns Ginyu selber an. Ginyu. Ginyu Goku, Ginyu Force Reborn. Wir haben Leader Skill. Ginyu Force Kategorie Key plus 4. HP Attack and Defense 130%. Was meiner Meinung nach ganz solide ist, ist okay. Hätte man auch 150% Attack and Defense und HP geben können. Wäre nicht falsch gewesen. Für gerade die Free-to-Play-Spieler als Free-to-Play-Team für die Ginyu Force. Wäre das cool gewesen, in 150% Lead. Aber halb so wild. Super Attack. Greatly raises Attack and Defense für eine Runde. Macht Colossal Damage to Enemy. Das sind 50% Attack and Defense Raise für eine Runde. Was gut ist, nimmt man mit auf der 12 Key als auch auf der 18 Key. Dort Greatly raises dann nämlich auch Attack and Defense um 50% für eine Runde. Macht mega Colossal Damage und raise die Extreme Glass Allies Attack bei 30% für einen Turn. Dieser Extreme Glass Allies Attack kommt nicht auf seinen ersten Attack oben drauf, sondern erst auf seine Additionals. Oder dann halt für die weiteren Verbündeten im Turn. Hier ist immer ganz wichtig, stellt er in Slot 1 oder nicht? Schauen wir uns mal an, ist er ein Slot 1 Unit? Ich kann euch jetzt schon mal sagen, nein. Er ist eher gesehen als Rotation-Charakter, der gefloated wird. Passive Skill. Key plus 3, Attack and Defense plus 59%, Start of Turn. Also ihr seht jetzt nicht der höchste Start of Turn Buff. Aber es kommt noch was dazu, Start of Turn. Und zwar zusätzlich bis zu 59% Attack and Defense für jeden Ginyu Force Kategorie Ally, den ihr im Team habt. Sollte kein Problem sein, im AGL Ginyu Team ist es einwandfrei, easy machbar. Also ihr braucht 6 Ginyu Force Units im Team. Extreme Glass Allies bekommen dann Attack and Defense plus 30% und Ginyu Force Kategorie Allies bekommen weitere 29% Attack und Defense. Also ihr merkt, die Unit ist ausgerichtet auf eine Slot 3 Unit, gerade durch die Greatly Raised Attack and Defense Mechanik auf der Super Attack. Dann haben wir natürlich, er will im kompletten Ginyu Force Team gespielt werden von AGL Ginyu. Dem Ginyu Force Team selber hat sowieso noch eine sehr, sehr gute Edition gefehlt. Und das ist quasi dann das Puzzlestück dafür. Ich finde, eine Unit könnte Ginyu Force noch bekommen, um dann physisch Recoup auszutauschen. Das wäre so jetzt nochmal so mein Wunsch. Noch eine richtig geile Banger Ginyu Force Unit. Aber soweit, so gut. Das ist so
eine weitere sehr, sehr, sehr gute Edition. Jetzt kommen wir gleich zu den Berechnungen und schauen uns das Ganze einfach mal an. So, und zwar haben wir jetzt hier einmal die Berechnungen APT von Tech Ginyu Force, genauso wie die DPT, wenn wir 6 Ginyu Force Mitglieder im Team haben. Das heißt, er bekommt seine vollen 59% Attack in Defense. Des Weiteren ist er ein 200% Lead von Argel Ginyu, damit auch sein Partner. Warum nicht der Ella Physisch Ginyu? Denn keiner der beiden Units, sowohl der Physisch Ginyu als auch der Tech Ginyu, sind Slot 1 Unit. Übrigens noch als Anmerkung, Physisch Ginyu und Tech Ginyu sind sich sehr, sehr, sehr ähnlich. Der eine hat ein bisschen mehr Support für die Ginyu Force selber, also die 29%. Und der andere hat zum einen Key Support, plus er hat noch des Weiteren einen Rainbow Orb Change mit den Ginyu Force Mitgliedern. Jetzt könnt ihr euch überlegen, welche Unit für euch besser ist. Wir gehen jetzt mal rein in die Stats und schauen uns das zusammen an. Ja, Attack Stat technisch und Defense Stat technisch sollte die Unit besser aussehen, weil er halt greatly Attack in Defense raised auf der SA. Ginyu Body, 24 Key, 200% Lead, habe ich irgendwas vergessen? 6 Ginyu Force Mitglieder? Nee. Ginyu gibt dann natürlich auch nochmal den 30% Attack in Defense Buff von seiner Passive, also AGL Ginyu. Und damit kommen wir dann mit dem Ginyu Support auf 6,126 Millionen. Attack Stat technisch, was okay, solide ist meiner Meinung nach. Wir haben 6,9 Millionen mit 40% Support, also weiteren 40% Support, sprich schlussendlich ist er bei 70%. 6,925 ist gut. Dann haben wir Defense Stat technisch 234.000. Ich habe jetzt hier No Support, aber das ist auch mit Ginyu Support. Und dann einmal 265.000 mit 40% Support vor der SA. Das ist keine Slot 1 Unit, das ist allerhöchstens eine Slot 2 oder Slot 3 Unit. Für mich am ehesten gedacht Slot 3. Heißt, ihr spielt Rikum und Guldo Slot 1, dann Ginyu und dann einen von den LRs. Das wäre jetzt so zum Beispiel, was ich spielen würde, was ich geil finde an Rotation. Das geht absolut fit. Und jetzt haben wir nach der SA, nämlich das ist das Wichtige, was wir wissen wollen, 358.000 nur mit dem Ginyu Support, die 30%, und 405.000 mit 40% Support, 40 weiteren Prozent. Natürlich, wenn man jetzt den Chase und Barter drin hätte, dann wären das nochmal mehr. Ich glaube, die geben 60% Support. Aber so gesehen ist das auf jeden Fall eine gute Zahl. 405.000 nimmt man auf jeden Fall mit nach der SA. APT-technisch, wo liegen wir da? Bei 10,883 Millionen. Das heißt, er ist auf jeden Fall ein bisschen höher mit 40% Support als Physisch Ginyu. Die sind aber sehr, sehr, sehr ähnlich. Welche Free-to-Bear-Unit findet ihr besser? Schreibt es mir gerne rein. Ansonsten, ich finde, das EZA ist solide. Gut gelungen. Ohne Frage, es erfüllt den Spot in der Ginyu Force, es ist eine gute Edition, es ist ein Floater, es ist ein Supporter und als Free-to-Play Support, unsere Erwartungen sind nicht hoch, 10 Millionen APT technisch, 6 Millionen Tech-Sets, 400k Defense, absolut fein. Tech Ginyu Force, gutes EZA geworden, solide, overwhelming würde ich nicht sagen, nein, aber ich finde es relativ gut. Soweit, so gut. Jetzt würde ich einmal noch sagen, kommen wir zu der Mission und dann können wir abschließen mit dem Data Download selber. So, wir sind jetzt bei der Mission angelangt und wir sehen hier nur so einen kleinen Überblick. Springen wir einmal auf Upcoming, also das, was uns noch erwartet, auf JP natürlich. Das ist nicht Global, denkt dran, das kommt alles ein bisschen später zu uns auf Global. Wir haben hier einmal die Part 2 Mission. Die Part 2 Mission starten am 17.06. Das heißt, bis dorthin ist auf jeden Fall noch Zeit. Einfach 11 Tage früher sind die Part 2 Missionen hier drin. Ziemlich interesting meiner Meinung nach. Da bin ich sehr, sehr, sehr mal gespannt, was hier passieren wird. Da müsste noch ein Data-Download kommen bezüglich des World Tournaments. Und dann mal schauen, was es denn Neues gibt für das World Tournament. Denn man hat keinen richtigen Teaser gesehen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Dann kommen wir natürlich einmal zu ganz normalen Missionen. Das hier sind einmal die Freezer-Missionen für das EZA. Das heißt, ihr müsst sie innerhalb von so und so vielen Minuten clearen. Stage 20 höher und. Das sollte kein Problem sein. Dann haben wir einmal das EZA, Extreme Z Area von Ginyu Force. Das heißt auch hier, macht einmal das Extreme Z Awakening, zweimal und dreimal, dann kriegt ihr natürlich Stones. Ich glaube, so müsste das gewesen sein. Dann haben wir Extreme Super Battle Rodo, die neue Stage, Universe 6. Stage 34 von Extreme Super Battle Rodo. Schaut auch das, solltet ihr locker gut hinbekommen. I mean, da habt ihr sowas wie Tech Hit. Tech Hit ist eine sehr, sehr gute SBA-Einheit. Deswegen, da habt ihr eigentlich gar keine Probleme mit. Gerade durch seinen Stun und Co. Und sein Schaden ist auch nicht von schlechten Eltern. Ich würde sogar sagen, Tech Hit sein EZA mag ich immer noch mehr als das EZA von Int Angel Grown Freezer. Und das EZA ist jetzt schon ein bisschen her. Weiß gar nicht, wie lange. 6 Monate oder so? Bestimmt mehr als 6 Monate. Schon 8 Monate oder so wieder her. Oder 9 Monate. Soweit, so gut. Kommen wir dann nämlich zum nächsten Punkt. Und da haben wir nochmal Titel. Titel gehen wir auch einmal durch. Die oberen müsst ihr gar nicht beachten. Level 10er Links und sowas, die sind momentan nicht freigeschalten. Die da steht immer noch Startzeitpunkt 2030. Also die sind noch nicht mit einem Datum belegt. Deswegen gehen wir mal ganz runter. Und hier sehen wir einmal Bronze, Silber und Goldtitel wieder für das EZA von Int Angel Grown Freezer. Da müsst ihr bis Level 77 machen, das EZA, um den goldenen Titel zu bekommen. Und dann haben wir einmal Extreme Super Battle Rodo clearen. Das ist auch eigentlich
ziemlich easy. Also keine weiteren Titel, keine besonderen Titel. Und das war der kleine, kurze, feine Data-Download. Ich bin sehr gespannt, ob da nochmal einer kommt für World Tournament. Also es kommt einer. Aber kommen in diesem Data-Download dann auch neue Titel dazu? Soweit so gut, das wäre es von mir gewesen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Bleibt gesund. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Haut da rein.